herzlich willkommen zu einem neuen Video von AlexAlemann20. Heute zeige ich euch, wie ihr bei der PS5 die Festplatte wechseln könnt. Es wird ein relativ kurzes Video, weil es ist extrem einfach. Man muss einfach nur ein bisschen Geduld, ein bisschen Kraft, aber jetzt nichts Dramatisches. Und zwar habe ich hier die PlayStation 5 Disc Edition. Da habt ihr dann ganz einfach die Platten hier an der Seite, die könnt ihr einfach runterziehen und dafür müsst ihr hier, ihr seht, hier ist das Laufwerk, also genau schräg gegenüber die Ecke ein bisschen hochziehen, wirklich minimal, und dann mit ein bisschen Kraft nach unten ziehen und dann habt ihr hier, seht ihr, hier ist das Laufwerk. Lüfter, den habt ihr auf der anderen Seite genauso, also die PS5 verfügt über zwei ziemlich große Lüfter, also von der Größe her ziemlich ähnlich wie, würde ich jetzt sagen, wie von der PlayStation 3, die erste Edition. Genau, und zwar, den Deckel tun wir erstmal auf die Seite, habt ihr hier dieses kleine Gehäuse hier, da ist die Festplatte drin. Das könnt ihr normalerweise ohne Garantieverlust könnt ihr diese austauschen. Aktuell gibt es halt leider laut Sony keine auf dem Markt, die mit der PS5 kompatibel ist, weil die auch erstmal sehen wollen, welche Festplatte ist mit der PS5 kompatibel, die auch die Geschwindigkeit aushält. Genau, ja. Also ich benutze aktuell eine Seagate externe Festplatte, weil die 800 GB SSD, die sind halt extrem schnell voll. Und da seht ihr, hier abschrauben und dann könnt ihr eine andere hinzufügen. Es ist extrem einfach aufgebaut und ja, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann kriegt man das auch ziemlich einfach hin. Ab hier, also ich habe noch nicht weitergemacht, ab hier übernehme ich keine, also ich übernehme allgemein keine Haftung oder Verantwortung, keine Garantie auf jegliche Schäden, öffnen immer auf eigene Gefahr, aber das seht ihr, hier ist die SSD. Der Deckel ist einfach nur mit einer Schraube befestigt, diese könnt ihr auch rausmachen. Garantie bleibt meines Wissens erhalten. Genau, und so wird die ausgetauscht. Dann einfach Deckel drauf und hochschieben. Jetzt zeige ich euch mal die andere Seite. Das ist ein bisschen kräftiger drauf. Da haue ich immer hier, da wo das PlayStation-Logo ist, haue ich zweimal drauf und dann rutscht es runter. Also ihr müsst wirklich nach unten drücken. Und hier seht ihr den zweiten Lüfter, also meines Erachtens nach sind es zwei unterschiedliche Lüfter, die getrennt voneinander sind. Genau, sobald ich die Möglichkeit habe, werde ich diese komplett aufschrauben und euch auch ein Video machen, wie man die komplett reinigt. Hier nochmal ganz kurz, ich benutze diese Festplatte, das ist eine Seagate 2 TB Festplatte mit einem USB 3.0 Stecker und an die schon eine PS5 haben, die wissen, die PS5 hat hier auf der Rückseite zwei USB 3.0 Anschlüsse, LAN, HDMI und so weiter. Genau, und hier könnt ihr dann einfach anschließen. Hier wird meine drauf, man weiß ja, Call of Duty hat allein schon das neue Cold War, allein schon über 200 GB Speicher, also genau. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like, ein Abo da, und schreibt gerne in die Kommentare, was ich aufschrauben soll, was ich euch zeigen soll. Genau, wenn irgendwelche Fragen noch offen sind, einfach in die Kommentare schreiben, ich antworte dann drauf. Dann, wir sehen uns.
you know me, I don't need no introduction. Yeah.